Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal wieder mit einem Tipps und Tricks Video. Und zwar das heutige Thema von der Folge ist Phasen und Main Phase 2. Also die meisten von euch, die aktiv spielen, werden es wahrscheinlich schon wissen. Aber für neue Spieler ist es wahrscheinlich ganz gut zu wissen. Deswegen ist die Folge ist Live a Red. Gehört einfach zum Basiswissen dazu. Also es geht um Main Phase 2 und die Main Phase 2 kann man halt nur betreten, indem man in der Battle Phase war. Also nur wenn man von Main Phase 1 auf Main Phase, also auf Battle Phase geht, kann man zur Main Phase 2 gehen. Und als Tipp kann man halt in die Battle Phase gehen und dann in der Battle Phase aber muss man nicht einen Angriff deklarieren. Also du kannst einfach Main Phase 1 sein, dann zur Battle Phase gehen, nicht angreifen. Und dann zur Main Phase 2 wechseln. Und wieso ist das halt jetzt wichtig, dass man in die Main Phase 2 geht? Es gibt halt bestimmte Karten, dessen Effekte nur aktiviert werden können oder in dem Fall nur beschworen werden können, indem du halt in der Main Phase 2 bist. Da haben wir zum Beispiel Downward Magician. Die wird halt zurzeit in Burning Abyss gespielt. Legst du halt über Dante drüber. Und die kannst du halt nur Main Phase 2 drüberlegen. Deswegen musst du halt so davor in der Battle Phase gewesen sein. Und deswegen kannst du sie auch nicht in der ersten Runde, also wenn du anfängst, kannst du die nicht ausspielen, weil du nicht in die Battle Phase gehen kannst. Und dadurch kannst du halt auch nicht in der Main Phase 2 gewesen sein. Dasselbe gilt halt für Stellar Knight Constellar Diamond. Den kannst du auch nur in deiner Main Phase 2 beschwören. Dann ein weiteres Beispiel, wo die Main Phase 2 wichtig ist Leo, Keeper of the Sacred Tree. Sein Effekt ist halt, dass diese offene Karte nicht von deinem Gegner getargetet werden kann, außerhalb in deiner Main Phase 2. Sprich, wenn du nie in die Battle Phase gehst, also nie angreifst, kann der gar nicht getargetet werden, nie. Weil du da gar keine Main Phase 2 hast. Also, das war das Video. Kleines Video zur Main Phase 2. Für alle Spieler, die das noch nicht wussten, hoffe ich konnte das euch weiterhelfen. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Uns gerne Videos abchecken und ciao.